Hallo und herzlich willkommen zurück zur glücklichen Küche. Wir machen heute gemeinsam mit euch ein super leckeres Hühnerfrikassee. Meine Oma hat das früher mal für uns gemacht, sicherlich auch eure. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Was wir alles dafür brauchen, das zeige ich euch jetzt. Frische Karotten, TK-Erbsen, Mehl und Butter, Salz und Zucker, Sahne, Weißwein, Tabasco und Worcestersoße, Zitronensaft und unseren Geflügelfond vom letzten Mal mit den Hähnchenschenkeln als Einlage. Wer das Video nicht gesehen hat, dem habe ich nochmal einen Link in der Videobeschreibung mit aufgeführt. Als erstes werde ich damit beginnen, dass ich den Geflügelfond passiere durch ein sehr, sehr feines Sieb, ein solches Sieb, dass ich wirklich keine groben Partikel mehr in meinem späteren Fond enthalten habe. Und ich werde das Hähnchen natürlich aus dem Fond rausnehmen, von der Haut befreien und das Fleisch kleinzupfen. Die Hähnchenschenkel habe ich jetzt aus dem Fond herausgeholt. Die sind auch noch warm, das mache ich extra so, denn lasst ihr sie auskühlen im Kühlschrank, lässt sich die Haut deutlich schwerer abpulen. Also ich würde sie in einem warmen Zustand rausholen. Den Fond passiere ich jetzt. Ich probiere ihn auch noch mal zeitgleich. Super klar ist er geworden und sensationell aromatisch. Das ist der Trick für ein gutes Hühnerfrikassee. Der Fond, die Basis, die muss stimmen. Wenn die Basis nicht stimmt, dann könnt ihr noch so gut weitermachen, es wird nicht schmecken. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Ich fange jetzt an, die noch warmen Hähnchenschenkel von der Haut zu lösen. Ihr seht ja, wie einfach das geht, weil diese Hähnchenschenkel noch warm sind. Und jetzt gehe ich her und tue die ganzen Reste, die ich hier habe, Knochen und auch Hautreste, zurück in meinen passierten Fond zum passierten Gemüse. Denn daraus kann ich dann nochmal eine zweite Brühe erstellen. Beim Kleinzupfen achtet ihr bitte darauf, dass ihr das Fleisch nicht zu fein zupft, denn wir wollen ja nachher ein schönes Ragout erreichen, ein schönes Frikassee erreichen. Wenn ihr das jetzt schon zu klein zupft, dann kommt es dazu, ich zeige es mal eben, wenn es jetzt so fein zupfen würde, dann kommt es dazu, dass es nachher beim Aufkochen, weil es da sowieso zerfällt, viel zu fein wird. Ein ganz entscheidender Punkt für ein perfektes Hühnerfrikassee ist der, dass ihr wirklich nicht Hühnerbrust verwendet, sondern Hühnerschenkel. Diese werden deutlich saftiger und eignen sich viel, viel besser für das Frikassee. Eine Brust eignet sich hervorragend zum Kurzbraten, aber meines Erachtens nicht für ein Hühnerfrikassee. Die Hähnchenschenkel haben wir jetzt wunderbar geputzt. Dieser Schritt ist erledigt. Jetzt gehe ich ans Karottenschälen, denn ich möchte, dass mein Hühnerfrikassee nachher auch eine schöne Farbe bekommt durch Erbsen und Karotten. Ich persönlich nutze sehr, sehr gerne diesen Sparschäler. Ist der beste Sparschäler, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Der ist von der Firma Gefu in Eslo. Also wenn ihr euch einen Sparschäler zulegen möchtet, diesen kann ich wärmstens empfehlen. So, Karotten sind geschält. Jetzt gehen wir ans Schneiden. Vorne und hinten ab. Und jetzt schneiden wir uns da so schöne Stifte raus. Einen kleinen Trick möchte ich euch noch zeigen. Ihr habt gesehen, es geht wunderbar schnell, weil ich natürlich geschult bin in meiner Arbeit. Aber wenn ihr Angst habt, dass die Möhre irgendwie umfällt beim Schneiden, da gibt es einen kleinen Trick. Und zwar schneidet unten erst einen Teil ab. Und dann dreht ihr die Möhre um und dann steht sie sicher. Oder ein anderes Gemüse, was ihr schneiden wollt. Da passiert jetzt nichts mehr. Und dann kann man wunderbar hergehen und mit diesem guten Fuß, diesem guten Standfuß, den Rest des Gemüses zuschneiden.
Unsere Vorbereitungen sind jetzt getroffen. Jetzt gehen wir her und reduzieren als erstes den Weißwein in unserem Topf. Denn wir wollen ja, dass der Weißwein seine Säure in unsere spätere Soße, in unser späteres Hühnerfrikassee transportiert, aber nicht seinen Weißweingeschmack. Wir wollen ja keine Weißweinsoße erhalten. Aus diesem Grund ganz wichtig, reduziert ihn. Anschließend geben wir den abgemessenen Geflügelfond von uns von vorhin dazu, die Sahne und bringen es dann zum Kochen. Jetzt habe ich den Schritt der Mehlschwitze übergangen. Das habe ich aber extra gemacht, denn ich mache es ganz einfach. Ich verrühre einfach die Butter mit dem Mehl. Das ist praktisch meine umgekehrte Mehlschwitze und im Fachjargon nennt man das Beurre Manier. Damit kann man dann Soßen, Fonds und andere Dinge andicken. Ich mache das auf diesem Weg sehr, sehr gerne. Los geht's! Den Topf lassen wir heiß werden, geben den Weißwein dazu und reduzieren ihn. Nicht komplett, aber mal mindestens um die Hälfte. Das ist genug, das reicht. Jetzt kommt der Geflügelfond dazu. Die Sahne. Und während das aufkocht, habe ich hier schon mal die Butter mit dem Mehl. Die rühre ich jetzt zusammen. Wichtig ist, dass ihr die Butter auch wirklich sehr, sehr gut mit dem Mehl verrührt, dass es wirklich komplett umschlossen ist, das Mehl von der Butter, denn sonst funktioniert das Ganze nicht und es gibt auf jeden Fall Klumpen. Also richtig sorgfältig verrühren. Jetzt gehe ich her und dicke praktisch meine Soße mit diesem Gemisch, der Beurre Manier, an. Jetzt gehen wir her, rühren das ein. Jetzt müssen wir auch sofort rühren, damit das nicht schon andickt. Also ungleichmäßig andickt, es soll die Soße andicken, deswegen sofort verrühren und dann kann nichts passieren. Und wir sehen, wie schnell das geht, dass es schon wirklich andickt. Und umso mehr ihr reinmacht, umso dicker wird das, ist ja logisch. Wenn ihr also praktisch eine Soße, eine Suppe herstellen möchtet, eine schöne Velouté, dann macht ihr einfach weniger von dieser Beurre Manier rein und habt dann eine geringere Bindung und könnt eine wunderbare Suppe servieren. Eine Geflügelrahmsuppe. Alles rein, das ist nämlich rezeptiert, abgemessen. Jetzt muss ich das unbedingt auch mal richtig aufkochen, damit es auch wirklich andickt. Leichtes Köcheln alleine, das taugt nicht. Es muss wirklich richtig aufkochen und andicken. Ich prüfe jetzt schon mal die Konsistenz. Wir sehen eine schöne, dicke Soße, genauso wie es sein muss. Wunderbar. Und jetzt gehe ich her und gare praktisch meine Karotten schon in der Soße. So brauche ich keinen zweiten Topf und nichts. Einfach rein damit. Die Karotten zuerst, die dauern am längsten. Ungefähr 3 Minuten. Und dann gebe ich meine Erbsen dazu und lasse das für eine weitere Minute köcheln. Und dann das Fleisch. Und dann ist es schon fertig. Wie immer habe ich auch diesmal wieder meinen Timer gestellt, dass ihr genau verfolgen könnt, wie lange kocht denn der jetzt eigentlich seine Karotten darin? Genau so lange. Jetzt bei Minute 3 kommen meine Erbsen dazu. Und ich finde, es sieht jetzt schon richtig lecker aus. Es ist nicht so dünn, wie man es oft bekommt. Es ist auch nicht so pampig dick. Es hat ein wunderbares Verhältnis. Jetzt koche ich das nochmal für 1 Minute. Dann sind auch die Erbsen gar. Und dann gebe ich das Fleisch dazu. Und dann schmecke ich es nur noch ab und kann servieren. So, Minute 4 ist erreicht. Ich gebe jetzt das Fleisch dazu. Bisschen runterstellen. Achtung, es kann natürlich bei dieser Konsistenz auch schnell anbrennen. Einfach das ganze Fleisch da rein. Ich finde immer, bei so einem Hühnerfrikassee muss das Verhältnis von Soße und Einlage stimmen. Wenn es zu wenig Soße ist, ist es sehr, sehr schade, denn ich esse das sehr, sehr gerne mit Reis. Ist es zu viel Soße, hat man eher eine Suppe. Hier, das ist perfekt ausgemessen. Ein herrlich leckeres Hühnerfrikassee. Und jetzt gehen wir nur noch ans Abschmecken. Wir haben den Vorteil, unser Geflügelfond, den wir ja gekocht haben, der ist schon super aromatisch, super intensiv.
ich sage jetzt mal nicht salzig, aber schon sehr bekannt gewürzt. Das sorgt dafür, dass das Ganze schon von vornherein eigentlich super schmeckt. Aber ich gebe jetzt noch wenige Tropfen von dieser Worcestershire-Soße dazu. Das unterstützt nochmal dieses Umami, dieses Runde. 10 Tropfen mache ich mal rein. Und ich werde auch etwas Tabasco dazugeben. Ich finde, das passt immer sehr gut zu einer hellen Soße. Nicht zu viel, gerade so ein bisschen als Unterstützung. Okay. Jetzt haben wir den Weißwein drin. Der Weißwein gibt uns ja eine Säure und die Zitrone gibt uns eine frische Säure. Da werde ich jetzt noch wenige Tropfen von der Zitrone dazugeben, um einen frischen Geschmack zu erreichen. So, das macht die Soße schön rund und für den runden Geschmack, jetzt habe ich Säure drin, brauche ich auch noch etwas Zucker. Denn der Zucker sorgt dafür, dass das Ganze in einer Balance steht, in einem Gleichgewicht. Denn sonst habe ich nur eine Süße oder eine Säure auf der einen Seite. Und wenn ich das Ganze zusammenfüge, habe ich ein Gleichgewicht, eine Spannung in meiner Soße. Das Hühnerfrikassee ist jetzt eigentlich fertig. Ich muss es jetzt einmal probieren, um festzustellen, wo wir denn eigentlich angelangt sind. Ich versuche mal alles mit drauf zu nehmen. So. Schmeckt schon echt super. Ein bisschen Salz brauche ich noch, um das Ganze noch ein bisschen nach vorne zu heben. Und jetzt denke ich, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo man Hühnerfrikassee eigentlich nicht besser herstellen kann. Nochmal eben probieren. Lass es jetzt auch nicht mehr zu lange kochen, dann sonst kommt es dazu, dass die Gemüse zu weich werden und das Fleisch auch zu zerrupft irgendwann aussieht. Ich würde es gerade so servieren. Super lecker. Ein Pott Reis dazu. Sensationell. So sieht unser Hühnerfrikassee aus, wenn es fertig angerichtet ist. Wunderschön bunt, cremig, saftig. Ich finde, ein Hühnerfrikassee muss immer schön bunt aussehen. Das schaffen wir durch die Karotten, durch die Erbsen. Reis passt perfekt dazu. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch zur Saison Spargel dazugeben, Pilze, was ihr möchtet, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und jetzt gehen wir natürlich auch noch mal ans Probieren. Ich versuche wieder von allem, was da drauf zu bekommen auf meinen Löffel. Möhren, Erbsen, Fleisch und Soße und auch die Petersilie. Ich brauche kein rosa Fleisch, Rehrücken, sonst irgendwelche Filets. Diese Hausmannskost, die begeistert jeden, ist günstig, ist einfach und man kann sogar mehrere Tage davon essen. Diese Hausmannskost begeistert jeden, egal ob alt oder jung, egal ob klein oder groß, ein fantastisches Gericht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, freue mich natürlich wie immer über eure Kommentare, über einen Daumen hoch und am meisten freue ich mich natürlich, wenn ihr uns kostenlos abonniert. Das bringt uns weiter nach vorne. Und dann sage ich, bis bald, macht's gut, tschüss.